Hallöchen Leute, willkommen abermals zurück zu Skyrim und seit dem letzten Part geht es ja endlich wieder mit der Hauptstory weiter. Wir waren in der Talmorischen Botschaft und haben aber herausgefunden, dass auch die Talmor nichts Genaueres über die Rückkehr der Drachen wissen. Und jetzt ist aber auch noch herausgekommen, dass es noch ein weiteres aktives Mitglied der Kling zu geben scheint und jetzt habe ich hier die Quest bekommen, eine Ratte in der Klemme. Die Talmor wurden von der Rückkehr der Drachen genauso überrascht wie wir. Ich habe herausgefunden, dass sie nach einem Mitglied der Klinge namens Espern suchen. Laut Delphin ist er ein Spezialist für alte Drachenkunde. Wir müssen ihn unbedingt vor den Talmor finden. Und angeblich hält er sich irgendwo in Rifthorn versteckt, beim Rattenweg. Und deswegen soll ich dort drin wohl mit Brynjolf sprechen und... Das ist jetzt das allererste Mal seit über 100 Parts, dass ich echt jetzt erst nach Rifthorn gehe. Ich war da noch nie drin, die ganze Zeit nicht. Das ist echt krass, oder? Die letzte Stadt können wir jetzt endlich mal von innen sehen. Ich bin schon sehr gespannt, wie es da drin aussieht. Stehen bleiben. Ehe ich euch nach Rifthorn lasse, müsst ihr die Besuchssteuer entrichten. Wofür ist diese Steuer? Für das Privileg, die Stadt zu betreten. Warum fragt ihr? Das ist eindeutige Erpressung. Also gut, nicht so laut. Wollt ihr, dass uns alle hören? Ich lasse euch ja schon rein. Moment, ich öffne eben das Tor. Ja, was geht denn mit dem? Sind die etwa korrupte Wachen oder was? Besuchssteuer, weil du nie gehört. Das Tor ist offen. Ihr könnt rein, sobald ihr soweit seid. Ja, will ich auch hoffen. Was war das denn gerade? Besuchssteuer? Ich glaube, es hakt. Gut, dass ich den überreden konnte, nicht zu zahlen. Na? Rein mit euch. Ich bin schon wieder mit der Diebesgilde aneinander geraten. Seid vorsichtig, Mjoll. Maven Schwarzdorn hat bei der Diebesgilde großen Einfluss. Wenn sie nur einmal mit den Fingern schnippt, landet ihr womöglich im Gefängnis von Rifthorn. Oder Schlimmeres. Sie sind der Grund, weshalb ich hier bin. Ich kann sie nicht einfach ignorieren, Erin. Ich weiß. Ich will nur nicht, dass ihr geht. Ihr seid das einzig Gute, was dieser Stadt seit langem widerfahren ist. Ich kenne euch nicht. Sucht ihr hier in Rifthorn nach Ärger? Was geht euch das an? Sagt nichts, was ihr bedauern werdet. Das Letzte, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Großmaul, das sich in ihre Angelegenheiten einmischt. Wer sind die Schwarzdorns? Die Schwarzdorn-Familie hat in Rifthorn das Sagen und genießt den Schutz der Diebesgilde. Haltet also eure Nase aus ihren Angelegenheiten heraus. Ich bin Maul. Ich beobachte die Straßen für sie. Für Informationen bin ich der richtige Mann. Aber das kostet euch was. Ist der hier sauber? Ungewöhnlichen Edelstein. Ach, dem kann ich diesen ungewöhnlichen Edelstein zeigen. So, hier könnt ihr mir was sagen. Herr Schmutz, ja? Ich bin auch nicht gerade sauber. Dann sprechen wir dieselbe Sprache. Gut. Also, was wollt ihr wissen? Verratet mir, was dieser Edelstein wert ist. Sehe ich etwa aus wie ein Händler? Das müsst ihr mit Vex in der Diebesgilde besprechen. Wenn ihr euch gut mit ihnen stellt, werdet ihr sie finden. Begonnen, keinen Zacken aus der Krone brechen. Werde ein vollwertiges Mitglied der Diebesgilde. Ah ja, so, abgeschlossen bringt ein ungewöhnlichen Edelstein seinem Schätzer. Aber da kann man jetzt nur in der Diebesgilde wirklich mehr weiterhelfen. Habt ihr Neuigkeiten über die Dunkle Bruderschaft? Ich habe nur das Gerücht gehört, dass ein Junge namens Aventus Aretino in Windhelm versucht hätte, die Dunkle Bruderschaft zu kontaktieren. Er hat hier in Rifthorn im Waisenhaus auf der anderen Seite der Stadt gelebt, ist dann aber wohl weggelaufen. Man kann es ihm nicht verübeln. Erzählt mir mehr über die Schwarzdorns. Also, wir haben Maven, die im Großen und Ganzen für die Operation verantwortlich ist. Sie hat Freunde in hohen Positionen, wenn ihr wisst, was ich meine. Außerdem hat sie Verbindungen zur Dunklen Bruderschaft und zur Diebesgilde. Ihr kann also niemand etwas anhaben. Denkt daran, wenn sie euch einen Auftrag erteilt, macht lieber genau das, was sie sagt.
Könnt ihr mir etwas über die Diebesgilde erzählen? Macht ihr Witze? Mein Bruder Heuler arbeitet in ihrem Versteck. Ich war selbst mal dabei, hab dann aber bei Maven angefangen, nachdem es mit der Gilde bergab ging. Wenn ihr mitmachen wollt, sprecht mit Brynjolf auf dem Marktplatz. Jemanden wie euch könnte er sicherlich gebrauchen. Unterhalte dich mit Brynjolf über einen Beitritt zur Diebesgilde. Ach, der ist auch dafür noch verantwortlich, alles klar. Hey ihr, kommt her, ich will mit euch reden. Wir haben doch jetzt gerade eben geredet, also halt's Maul. Das passt zu dem doch jetzt am allerbesten, der Spruch. Weil der heißt ja so. Wie kann man denn Maul heißen? Den kannst du ja voll verarschen. Hey, halt's Maul. Okay, das ist also Rifthorn und... Wer ist das denn hier? Khajiit? Was willst du? Allmählich habe ich eure ständigen Ausflüsse... Verschwindet, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Wolltet ihr es rechtzeitig und mit dem Doppelten der üblichen Gebühr zurückzahlen? Das weiß ich. Aber woher hätte ich wissen sollen, dass die Lieferung gestohlen werden würde? Posaunt eure Pläne nächstens nicht so heraus, dann wäre nichts passiert. Was? Wollt ihr mir sagen, dass ihr es geraubt habt? Warum? Warum tut ihr mir das an? Hört zu, Shadre. Letzte Warnung. Zahlt, sonst werdet ihr was erleben. Hauptsache, ich bekomme das Gold. Alles andere ist euer Problem. Na, die haben hier auch ihre eigenen Problemchen. So, das ist jetzt Rift und von innen sieht ja eigentlich ganz unser nett aus. Ist garantiert sauber und frei von Felsenhaxe. Ah, das da vorne, das ist Brynjolf, da kommt auch schon. Ihr habt auch noch nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet, was? Bitte was? Also, oh, ich suche eigentlich nach diesem alten Mann, der in Rifton untergetaucht ist. Ihr wollt kostenlose Informationen? Wenn ihr mir helft, werde ich sehen, wie ich euch helfen kann. Außerdem quellen eure Taschen auch nicht gerade vor Geld über, oder? Naja, eigentlich schon. So, was haben wir denn hier? Wartet, ich wollte ein paar Informationen. Woher wollt ihr das wissen? Mein Familie geht da nichts an. So, hier, lasst mich ihn erst finden. Drachen sind schlecht fürs Geschäft. Überreden. Ja, da habt ihr natürlich recht. Euer Mann versteckt sich in den Rattenweg-Wohnkasernen und er bezahlt uns gut dafür, dass niemand davon erfährt. Jedenfalls bis jetzt. Wisst ihr was? Kümmert euch doch erstmal um eure Sachen. Wenn ihr fertig seid, kommt vorbei und wir kümmern uns um meine. Gut. So, hört ihr Brynjolfs Plan an. Abgeschlossen halte ich mit Brynjolf. Also der Rattenweg, wo ist denn der jetzt? So, ich möchte nämlich hier... Das Gemüse ist so frisch wie ein Winterbaum. Finde Espen in der Wohnkaserne im Rattenweg. Da muss ich dann also hin. So, hier ist ein normaler Marktplatz. Ich will halt, wie gesagt, der Diebesgilde im Moment noch nicht beitreten, sondern erst ein bisschen später. Deswegen rede ich mit ihm sonst auch nicht weiter drüber. Aber scheinbar kann ich das mit ihm dann machen. Aber ich muss sagen, so vom Design an sich sieht Rift dann auch sehr schön aus. Wurde ja auch durch eine Mod ein bisschen aufgehübscht. Und... Aha, das ist das Waisenhaus. Ja, Waisenhaus Ehrenhall. Da kommt dieser Aventus Sarentino her. Mit dem müsste ich ja dann später mal sprechen, um die dunkle Bruderschaft zu beginnen. Dir gesagt. Und hier ist noch der... Ich muss mir ja noch irgendein Kopfgeld geben lassen. Ah, Festung Nebelschleier entdeckt. Ich muss mir noch von irgendjemandem ein Kopfgeld geben lassen. Und zwar, hier, lass dir von Anuriel das Kopfgeld geben. Das werde ich vielleicht noch ganz schnell machen, bevor ich zum Rattenweg gehe. Haben unsere Kundschafter neue Informationen zu diesen Drachenberichten? Als Jahr Lailas Huskar möchte ich euch bitten, stets die gebührende Distanz zu mir zu wahren. Bei diesem unschönen Vorfall in Helgen war, wie es scheint, ein Drache im Spiel. Er hat mehrere Soldaten getötet, bevor er davonflog. Sprecht für mich mit der Stadtwache. Sorgt dafür, dass es einen Notfallplan gibt, der eintritt, wenn Rifton angegriffen werden sollte. Ja, meine Dame. Ich habe mir außerdem die Freiheit genommen, eine Privatkutsche vorbereiten zu lassen. Nur für den Fall. Gut. Wenn Rifton fallen sollte, ist es nur gerecht, dass sein Anführer verschont wird. Willkommen in der Festung Nebelschleier. Ich bin Anuriel, Vogt von Jahr Layla.
Der Drache vom Aussichtspunkt der abgeschnittenen Zunge ist tot. Ich bin wegen des Kopfgeldes hier. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Ja, ich krieg... da kriege ich jetzt mal 500 Gold statt nur 100. Das ist okay. So, was macht ihr hier in der Gegend? Als Vogt diene ich als Mittler zwischen der Jarl und ihren Untertanen. Ich kümmere mich außerdem um das politische Alltagsgeschäft hier in Rifton. In letzter Zeit habe ich alle Hände voll damit zu tun, gegen diese lächerlichen Korruptionsvorwürfe in unserer Festung anzugehen. Von welchen Korruptionsgerüchten sprecht ihr? Es gibt Leute, die glauben, die Jarl tue nichts für diese Stadt. Dass sie korrupt sei und von der Schwarzdorn-Familie regiert werde. Ich kann euch versichern, dass nichts von dem stimmt. Wir haben alles im Griff. Erzählt mir etwas über die Familie der Schwarzdorns. Ich möchte mir die Maven Schwarzdorn ist die Besitzerin der Schwarzdorn-Brauerei, des größten und einträglichsten Unternehmens von ganz Himmelsrand. Es freut uns sehr, sie in Rifton zu haben. Sie bringt unserer Stadt Stabilität, Arbeitsplätze und strategisches Gewicht. Erzählt mir etwas über die Diebesgilde. Als Gilde würde ich sie nicht unbedingt bezeichnen, eher als unorganisierten Haufen. Eigentlich sehe ich sie nicht einmal als Bedrohung an. Stattdessen sollten wir unsere Ressourcen in die Invasionsvorbereitungen investieren. Naja, alles was du sagst. Ihr seid in Rifton willkommen, solange ihr unsere Gesetze befolgt. Ja, nee, ist klar. So, das ist jetzt schon die dritte weibliche Jarl, die wir jetzt kennengelernt haben. Weil wir kennen ja schon Jarl Elisiv die Liebreizende und dann war ja auf der Talmorischen Botschaft bei dem Fest noch eine Jarl. Ich glaube, das war die aus Mortal, das ist auch eine Frau. Und jetzt hier Jarl Layla Rechtsprecher. Auch wieder weiblich. Und die anderen sind, glaube ich, alle männlich. So, was liegt hier noch rum von gekreuzten Dolch? Geschichte von Rifton. Na egal, das brauchen wir jetzt mal nicht. Ah, dass ihr unterbrochen habt, indem ihr nach mir schicken ließet? Womöglich muss ich die Zutaten wegwerfen und neu anfangen. Wie könnt ihr es wagen, in diesem Ton zu sprechen? Habt ihr vergessen, dass ihr in meinen Diensten steht? Bitte verzeiht, gnädige Frau. Die Belastung durch diese Forschungsarbeiten, sie wird mir einfach zu groß. Ich verzeihe euch. Nun sagt mir, habt ihr Fortschritte bei meinem Sohn erzielt? Ist er verflucht? Ist er besessen? Entschuldigt, gnädige Frau. Ich habe alle Möglichkeiten abgewogen und bin überzeugt, dass Serlon tatsächlich glaubt, was er sagt. Gut, gut. Nur weiter so. Ihr könnt gehen. Bitte verzeiht meine Unordnung, aber ich stecke mitten in einer äußerst störungsanfälligen Versuchsreihe. So, da werde ich erstmal in euer Geschäft investieren. Eine Investition? Nun, warum eigentlich nicht? So, da kriegst du erstmal 500 Goldstücke von mir. Danke. Wenn ich etwas Zeit habe, überlege ich mir, was ich am besten damit mache. So, was haben wir hier jetzt? Was hat euch so lange beschäftigt? Jemand interessiert sich für das, was ich tue? Erstaunlich. Nun, ich will es euch gern erklären. Meine Experimente drehen sich um ein magisches Konstrukt und eine Zutat, die es dem Konstrukt erlauben wird, ein dauerhaftes Feld harmonischer Energie aufrechtzuerhalten. Ich verstehe kein Wort davon. Ich würde das blaue Ding benutzen. Faszinierend, sprecht weiter. Aha, ihr seid also doch ein Schüler der angewandten theoretischen Harmonielehre. Wenn wir Ralstons Konstante der universalen Inversion einmal beiseite lassen, wie würdet ihr das Problem dann angehen? Würdet ihr die harmonische Energie der Zutat zuführen oder ihr erlauben, ihr eigenes Feld zu erzeugen? Ich weiß nicht, wie wär's mit Clem, jetzt komme ich überhaupt nicht mehr mit. Ich will euch sagen, warum ihr nicht reden wollt, weil ihr damit Gold richtig liegt. Es ist eine fundamentale Regel der Magie und es wäre lächerlich. Ohne einen Seelengreifer kann man keine harmonische Energie gewinnen. Da ihr so gut informiert seid, habt ihr das Problem mit der Temperaturabweichung doch sicher auch schon gelöst, oder? Vielleicht solltet ihr einen Seelenstein schlucken? Seid ihr denn total verrückt? Einen Seelenstein schlucken? Das muss der brillanteste und unerwartetste Lösungsansatz sein, den ich seit langer Zeit gehört habe.
Er löst alle Probleme und hält dazu noch das Feld stabil. Jetzt brauche ich nur noch... Moment, worüber sprachen wir gerade? Was war das denn gerade? Ihr scheint Hilfe bei eurer Organisation gebrauchen zu können. Ja, dabei könnte ich wirklich etwas Hilfe gebrauchen. Vielleicht einen Assistenten. Nein. Vielleicht einen Vertrauten. Nein, zu viel Chaos. Nun, das Organisieren ist gewiss nicht meine starke Seite. Ganz und gar nicht. Ich brauche jede Hilfe, die ich bekommen kann. Wenn ihr mir einige Dinge besorgt, könnte ich mit meiner nächsten Versuchsreihe beginnen. Was soll ich besorgen? Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, bin ich sehr vergesslich. Ich verlege oft Dinge. Ich muss wirklich lernen, meine Sachen beisammen zu halten. Ich brauche meinen Dwemer-Rührlöffel, meinen Orichalkum-Barren und meinen mächtigen Seelenstein. Am besten sofort. Bringt mir diese Dinge und ich werde mit Freuden an euch experimentieren. Nein. Ich meinte natürlich, es wird mir eine Freude sein, euch zu belohnen. Weist mir den Weg, dann beschaffe ich sie euch. Ausgezeichnet. Ich kann es kaum erwarten. Aber warum steht ihr denn noch hier? Oh, ja. Ihr müsst ja wissen, wo alles ist. Das wäre sicher hilfreich. So, beschaffe dir Villandrias Löffel, Barren und Seelenstein. Wohin soll ich gehen? Lasst mich nachdenken. Den Dwemer-Löffel habe ich das letzte Mal im Haus meiner guten Freundin Boti in Ivarstadt benutzt. Wie hieß es doch gleich? Ach ja, der Sternschnuppenhof. Der Orichalkum-Barren müsste im frostigen Feuer in Winterfeste sein. Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht einfach mitgenommen habe. Zu guter Letzt wäre dann noch der Seelenstein. Den habe ich im Alchemistenladen Weißes Fläschchen in Windhelm liegen lassen. War noch dazu ein guter Kauf. Ach ja. Das ist ja sehr interessant. Na gut. Das darf ich nicht vergessen. Zuerst der Schutzzauber, dann die Beschwörung. Als Jarl Lailas Huskarl möchte ich euch bitten, stets die gebührende Distanz zu ihr zu wahren. Ja, natürlich. So, jetzt reicht's aber. Jetzt raus hier. Die halten einen ja wirklich ganz schön auf, muss ich schon sagen. So, gut, dann machen wir jetzt hier erstmal aus. Beschaffe dir Villandria. Einen Löffel, einen Orichalkum-Barren und einen Seelenstein, aber jetzt geht's mir immer noch hier um eine Ratte in der Klemme. Finde Esmin in der Wohnkasse in einem Rattenweg. So komm, da müssen wir noch irgendwie jetzt noch hingehen. Bevor ich den Part schon wieder beenden muss. Ja, die quatschen alle so viel. Das ist halt typisch Rollenspiel und... Aha. Ach, das ist irgendwo da unten. Moment mal. Das ist unterhalb. Na klar, ich meine, wie soll man das sonst auch... Das soll man ja auch nicht gleich finden. Irgendwie logisch. Schützt euch richtig. Kauft Rüstung von mir. Hier gibt es schön. Ich weiß nicht, Raff. Habt ihr etwas gehört? Was waren das denn gerade für zwei Spackos? Heaven und Schwarzgeber? Und Draf. Warum bin ich jetzt einfach angegriffen? Ihr Säcke! Ist ja noch wer. Tauge nichts. Dummer Khajiit, der hier nichts zu melden hat. Was soll denn das hier überhaupt? So. Jetzt ist das hier mal runtergegangen. Ich verstehe nicht, was das hier soll. Ach da. Hier geht's lang. Was? Die zersplitterte Flasche. Das sieht aber hier schon sehr nach dem Hauptquartier der Diebesgilde aus, wenn ihr mich fragt. Aber ich will ja noch nicht mitmachen. Noch nicht. Es ist mir noch ein bisschen zu früh. Ja, zersplitterte Flasche.
Komischer Name. So, ich rede auch jetzt hiermit noch niemanden. Ich gehe hier einfach durch. Wo steckt denn jetzt dieser S-Bern? Zu leicht. Was? Zauberer der Talmor? Der Agent der Klingen. Jetzt sind hier auch schon wieder Talmor. Was zur Hölle soll denn das? Ihr seid nichts als ein großer Hund, der auf meinen Befehl hört. Ja! Ja! Oh, was zur Hölle? Wo kommst denn du her? Ach, das tut so gut, wenn man Talmor abstechen kann. So, ein armer, ein toter Nord mit der Silberhalskette. Esbern, bist du hier irgendwo? Wo steckt der denn? Sehr voll groß hier unten. Dieses Gewölbe. So, irgendwo da unten geht's lang. Ja, jetzt sind hier echt auch noch Talmor. Es kann aber sein, dass die eventuell schon Wind bekommen haben, dass er hier ist und ihn jetzt suchen. Ich wusste gar nicht, dass es solche kleinen Truhen gibt. Habe ich jetzt gerade vorhin irgendwas gefunden? Das hat jetzt ganz komisch ausgesehen. So, kommt jetzt nämlich mal alles mit hier. So. Habe ich jetzt hier gerade echt einen Dravins Bogen? Was ist das denn? Questgegenstand? Der hat einen eigenen Namen. Naja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Alter, hier sieht's ja auch aus. Hier geht's noch weiter runter. Rattenweggehege. Buch, Tintenfass, Stein. Nein, nein, nein. Ah, so zart. Saftige Happen. Ich werde heute Abend gut essen, mein Schatz. Ja. Stark überbewertet. Verschwindet. Espen, mach die Tür auf, ich bin ein Freund. Was? Das bin ich nicht, ich bin nicht Espen. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Schon gut, Delfin hat mich geschickt. Delfin? Woher... Also habt ihr sie endlich gefunden. Und sie hat euch zu mir geführt. Und jetzt sitze ich wie eine Ratte in der Falle. Delfin braucht eure Hilfe, um den Drachen aufzuhalten. Also um die Drachen aufzuhalten. Tut sie das? Dann hat sie also endlich die Wahrheit erkannt. Ihr solltet besser reinkommen und mir erzählen, wie ihr mich gefunden habt und was ihr wollt. Ich schätze, jetzt ist alles klar. Das dauert nur einen Augenblick. Messer? Der hier klemmt ja. Immer. Buch? Ja. So. Eimer? Ja. Die hat gerade ziemlich genervt. Okay, ich habe ihn also gefunden. Das wäre geschafft.
kommt herein, kommt herein. Fühlt euch wie zu Hause. So, besser. Jetzt können wir uns unterhalten. Also kämpft Delphine immer noch nach all den Jahren. Ich hätte gedacht, dass ihr mittlerweile klar geworden ist, dass es hoffnungslos ist. Ich habe versucht, es ihr zu erklären. Schon vor Jahren. Was meint ihr mit, es ist hoffnungslos? Habt ihr es noch nicht kapiert? Was muss denn noch passieren, bevor ihr aufwacht und versteht, was vor sich geht? Alduin ist zurückgekehrt, genau wie es die Prophezeiung vorhergesagt hat. Der Drache vom Anbeginn der Zeit, der die Seelen der Toten verschlingt. Niemand kann seinem Hunger entkommen, hier oder im Jenseits. Alduin wird alles verschlingen und die Welt wird enden. Nichts kann ihn aufhalten. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen. Sie wollten nicht zuhören. Dummköpfe. Es ist alles eingetreten. Und ich konnte nur zusehen, wie unser Untergang naht. Alduin, der Drache, der die anderen von den Toten auferstehen lässt? Ja, ja. Ihr wisst es ja. Aber ihr weigert euch, es zu verstehen. Ihr redet über das buchstäbliche Ende der Welt? Oh ja. Es wurde alles vorausgesagt. Das Ende hat begonnen. Alduin ist zurückgekehrt. Nur ein Drachenblut kann ihn aufhalten. Aber seit Jahrhunderten hat sich kein Drachenblut gezeigt. Es scheint, als seien die Götter unserer überdrüssig. Sie überlassen uns unserem Schicksal als Spielzeug von Alduin, dem Weltenfresser. Es ist nicht hoffnungslos, Esbern. Ich bin ein Drachenblut. Was? Ihr? Kann das wirklich sein? Drachenblut? Dann gibt es Hoffnung. Die Götter haben uns nicht verlassen. Wir müssen gehen, schnell. Führt mich zu Delphine. Es gibt eine Menge zu besprechen. Aber gebt mir nur einen Augenblick. Ich muss noch ein paar Dinge mitnehmen. Das werde ich brauchen. Nein, nutzloser Tant. Wo ist meine kommentierte Anuade? Nur kurz. Ich weiß, dass die Zeit knapp ist, aber ich darf den Talmor keine Geheimnisse hinterlassen. Noch eine Sache, die ich mitnehmen muss. Nun, das sollte wohl reichen. Dann mal los. Okay. So. Haben wir hier noch was drin? Okay. Zaubertränk und Gold. Gut, Leute, ich würde ganz gerne den Part beenden, bevor ich mit Espen jetzt hier aus dem Rattenweg flüchte. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es könnten eventuell noch Talmor auftauchen, die uns angreifen. Ich weiß nicht genau. Keine Ahnung, was jetzt noch passieren wird, bis wir bei Delphine sind. Aber cool, dass wir ihn gefunden haben. Und... Achso, oje. Okay, Moment, ich kann noch nicht Schluss machen. Es hat uns schon wer gefunden. Also habe ich mir das nicht eingebildet. Seht ihr denn nicht? Die Vorherrschaft der Elfen ist die einzige Wahrheit. Zeit zu sterben. Ihr seid nichts als ein großer Hund, der auf meinen Befehl hört. Das war gar nichts. Ich scheine mich doch noch an meine alte Ausbildung zu erinnern. Waren das jetzt alle hier? Ich glaube schon. So, gerade noch von den Talmor gesprochen, schon haben sie uns auch angegriffen, diese Mistkerle. Aber haben ja keine Chance. So, Esbern, für dein Alter kannst du ja dann doch noch ganz gut kämpfen und dich verteidigen, das ist auch gut. So, nee, Leute, jetzt ist aber wirklich Schluss. Ich hoffe, es kommen jetzt nicht noch mehr Talmor, wenn ich hier stehen bleibe. Und im nächsten Part hauen wir dann hier ab. Also, bis zum nächsten Mal bei Skyrim. Es wird also richtig spannend, vor allem, weil wir jetzt gerade wieder eine neue Quest innerhalb der Hauptstory gestartet haben, Alduins Mauer, was auch immer das heißen soll. Wir werden es im nächsten Part hoffentlich herausfinden. Also bis dann. Ciao.